Alles war friedlich im Pilzkönigreich, bis plötzlich die Goombas kamen. Sie zerstören alles und diesmal steckt Bowser nicht dahinter. Was sollen wir jetzt bloß tun? Ach du liebe Zeit, dieser Goomba frisst das ganze Haus hier auf. Oh oh, ich muss ihn irgendwie stoppen. Hey, lass das Pilzkönigreich in Ruhe, hörst du? War das eine gute Entscheidung? Nein, 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 bloß weg hier. Hey, hier drüben, Edge Badge. Oh nein, ich muss mich der Gefahr stellen. Komm doch her, wenn du dich traust. Okay, so wird das nichts. Kann ich ihn irgendwie zerstören? Nein! Nein, 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 nicht so schnell. Noch ein Treffer, dann müsste ich ihn besiegt haben, oder? Nimm das! Ich weiß nicht, woher diese Goombas kommen, aber sie zerstören das gesamte Pilzkönigreich. Hier sind überall Löcher. Das ist doch zum Verrücktwerden. Oh nein, hoffentlich geht es den anderen gut. Ich muss sofort nachsehen. Oh nein, das war ein mieser Treffer. Schnell weg hier. Oh, der kommt auf mich zu. Schaut euch das mal an. Tatsächlich versuchen sie, das gesamte Pilzkönigreich zu zerstören. Ich muss dringend zu Peach und Luigi. Hoffentlich geht es den beiden gut, denn ich mag mir gar nicht ausmalen, was sonst passieren würde. Oh, klasse, hier drüben, da ist die Röhre. Die führt mich direkt zur Prinzessin Peach. Los geht's. Hey Peach, was ist hier los? Oh Mario, das weiß ich leider auch nicht. Hier sind überall Goombas. Und anscheinend steckt Bowser nicht dahinter. Warum bist du dir da so sicher? Weil wir nur von Goombas angegriffen werden. Keine Koopas, keine Bob-Oms, nur Goombas. Aber wer könnte dahinter stecken? Das weiß ich leider nicht, aber du musst sie stoppen. Sie sind bereits im Schloss. Im Schloss? Okay, ich gehe durch den Keller und versuche etwas herauszufinden. Danke, Mario. Und du, Luigi, schau du doch mal im Goombawald nach. Vielleicht kannst du dort etwas herausfinden. Okay, Peach, gemeinsam schaffen wir das. Okay, da ist der Eingang in den Keller des Schlosses. Wow, seit wann haben wir hier im Schloss des Königreichs Lava? Oh nein, die Goombas haben hier schon einiges angerichtet. Wir müssen sie stoppen, bevor es zu spät ist. Oh, und Knochentrocken sind jetzt doch da? Was hat das zu bedeuten? Wo sind all die Goombas? Ja, volle Kraft voraus und jetzt mit dem Wandsprung nach oben. Doch Vorsicht! Da sind überall diese Thwomps, die uns zerquetschen möchten. Eine falsche Bewegung und wir werden zu Pfannkuchen verarbeitet. Eieieiei. Na, ob das noch alles gut gehen wird? Wer ist wohl schuld an all dem Übel? Welcher Goomba ist dafür verantwortlich? Da muss es doch irgendeinen Boss geben. Moment mal, apropos Boss, ist es vielleicht der Goomba-König? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Goomba-König hat uns schon lange nicht mehr attackiert. Aber wer weiß, nichts ist unmöglich. Uiuiui, ganz, ganz vorsichtig über diese Riesenschaukel und rüber. Achtung, auch die Hotheads sollten mich nicht treffen. Oh, da vorne ist die Tür, ich kann sie schon sehen. Gleich haben wir es geschafft, nur noch ein kleines Stück. Wer befindet sich wohl hinter dieser Tür? In der Zwischenzeit ist Luigi im Goomba-Wald angekommen. Hey, ihr Goombas, warum greift ihr uns an? Ey, ey, aua, ja, Hilfe, Hilfe, nein, 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 autsch. Hey, ihr fiesen Goombas, lasst mich in Ruhe. Warum habt ihr unser Königreich attackiert? Nein, jetzt lass mich doch. Hey, hör auf, mir hinterher zu laufen. Edge Badge, traust dich sowieso nicht. Oh, nein, 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 lass mich bloß in Ruhe. Oh, nein, 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 nein. Oh. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sieht ja verrückt aus. Aber mir geht's gut, yay. Oh, ui. Oh, hier scheint es einen giftigen Wald zu geben. Ein giftiger Abschnitt mit ganz vielen Goombas. Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Hey, hört auf, mich zu schubsen. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich will wieder zurück zu Prinzessin Peach und Mario. Hallo, liebe... Autsch, liebe Piranha-Pflanze, wollte ich gerade sagen. Lieb ist sie überhaupt nicht. Hey, Lakitu, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe. Wie komme ich denn hier raus? Hey! Jetzt wirft er mich einfach ab mit einem Stachel. Alle sind fies. Alle sind böse. Ich muss einen Weg finden, um hier wieder rauszukommen. Was mache ich denn jetzt bloß?
Vielleicht irgendwo da oben? Oh, noch mehr Gumbas. Oh, das sind ja immer mehr. Und nochmal eine Piranha-Pflanze. Nein, 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 nein. Hui, ein extra Herz für Energie. Und was ist hier? Wow! Wow. Oh, hallo. Was? Du bist Mama? Hä? Oh, du bist doch bloß dieser Luigi-Typ. Ich habe dich doch glatt mit Mario verwechselt. Eure Gesichtsbehaarung ist ziemlich ähnlich. Für dich habe ich etwas Besonderes im Petto. Los geht's! Oh nein, das ist der Goomba-König. Er ist bestimmt für alles hier verantwortlich. Oh nein, was soll ich denn jetzt bloß tun? Sie verfolgen mich, Hilfe! Währenddessen ist Mario durch die Tür gegangen und hat einen klitzekleinen Goomba entdeckt. Hä? Bist du für das ganze Chaos im Pilzkönigreich verantwortlich? Wow, ich muss mich verstecken. Der ist ja gigantisch. Moment mal, ich brauche jetzt meinen Megapilz. Jetzt gibt es den Kampf der Giganten. Na komm her, wenn du dich traust. Und boom, einmal zerquetscht. Ich hab's geschafft. Das Chaos wurde beseitigt. Hoffe ich zumindest. Aber was ist das für ein Schlüssel? Und noch immer lief Luigi im Kreis. Uah, mir wird langsam schwindelig vom im Kreis laufen. Moment, ich muss mich dem Goomba stellen. Nimm das. Ha? Hast du schon genug? Na warte, Luigi. Ich hätte dich nicht als so stark eingeschätzt. Haha, ich glaube, das ist der Trick. Ich werde dich stoppen, komischer Goomba-König. Nimm das. Ja. Juhu. Das ist unglaublich. Ich habe gegen diesen Hänfling Luigi verloren. Das muss ein Systemfehler sein. Doch der schwarze Riesengumba wird das Pilzkönigreich noch einnehmen. Und dann sind wir an der Macht. Was? Schwarzer Riesengumba? Oh nein, wahrscheinlich steckt er dahinter. Yay! Erstmal raus hier aus dem Wald. Prinzessin Peach, ich habe im Keller einen großen Goomba besiegt und dafür einen Schlüssel erhalten. Aber wie es scheint, herrscht immer noch Chaos im Pilzkönigreich. Oh nein, aber was sollen wir denn jetzt bloß tun? Mario, Peach, ich bin zurück und habe Neuigkeiten. Oh Luigi, was hast du herausgefunden? Der König der Goomba steckt dahinter. Er hat eine Geheimwaffe, einen riesigen schwarzen Goomba. Wir müssen ihn stoppen. Der schwarze Riesengumba? Oh nein. Was ist los, Prinzessin Peach? Ich kenne diesen Goomba. Er wollte schon vor 10 Jahren das Pilzkönigreich zerstören. Ja, und wo ist er jetzt? Wir haben ihn eingeschlossen, hinter einer goldenen Röhre. Allerdings brauchen wir 2 Schlüssel dafür. Und einen hast du, Mario. Ja, und woher kriegen wir jetzt den anderen? Haha, den anderen hab ich bekommen. Vom Goomba-König höchstpersönlich. Oh, Luigi, du bist super. Okay, dann sollten wir dem Goomba schnell einen Besuch abstatten. Genau, und ich komme mit. Denn dieser Kampf wird alles andere als einfach. Lasst uns gehen. Och nö, müssen wir dazu durch den Keller? Ja, Luigi, jetzt komm schon. Genau, sei doch keine feige Nuss. Wir schaffen das schon. Immerhin sind wir zu dritt. Ja, na gut. Gemeinsam sind wir stark. Ihr habt ja recht. Da mal los. Ja, ja, jetzt wartet doch auf uns. Okay, also wo müssen wir jetzt hin? Einfach geradeaus, Luigi. Da vorne wird dann die goldene Röhre zu finden sein. Ich hoffe nur, dass wir rechtzeitig kommen, bevor noch alles zerstört wird. Das hoffe ich auch. Aber wir sind gleich da. Nur noch ganz nach oben mit dem Wolkenaufzug. Okay, oh, Luigi, komm doch mit. Steh doch nicht einfach so regungslos da. Ja, Mario, aber so ein bisschen Angst habe ich schon. Denn es handelt sich anscheinend um einen riesigen Goomba, der 10 Jahre lang eingesperrt war. Der muss ja stark sein. Wo seid ihr denn jetzt hin? Jetzt komm da raus. Wir müssen weiter, los. Okay, na gut. Volle Kraft raus, Augen zu und durch. Also Luigi, jetzt bist du auf einmal wieder so mutig. Oh, oh, ein Abgrund. Einfach drüber springen. Ey, Prinzessin Peach, warte. Da sind wir auch schon. Jetzt brauchen wir nur noch eure Schlüssel. Okay, Luigi, komm. Wir brauchen jetzt die Schlüssel, die wir hier einsetzen müssen. Okay, also los. Und zack. Super, die goldene Röhre ist wieder offen. Jetzt lassen sie aber schnell reingehen und den schwarzen Goomba ein für alle Mal stoppen, bevor das Pilzkönigreich zerstört wird. So, und zack. Da ist der schwarze Goomba, aber Achtung,
Der schläft ja noch. Ganz, ganz leise. Solange er nicht geweckt wird, sollte er eigentlich auch nicht das Pilzkönigreich angreifen, oder? It's Luigi time. Luigi, sei doch nicht so laut. It's Luigi time. Jetzt ist er wach. Oh nein. Tut mir leid, Mario. Prinzessin Peach, wir müssen jetzt zusammenhalten. Du musst uns unbedingt schützen. Und du, Luigi, setz deinen Waldmeister ein. Nur so können wir diesen riesigen Goomba stoppen. Okay, ich mache mich direkt mal auf den Weg. Und erstmal gibt es eine Turboladung für uns, damit sich unsere Attacken verstärken. Turboblaster vorbereitet. Okay, Mario, spring rüber und sorge für eine gute Position. Danke, Prinzessin Peach. Ich komme gleich nach. Luigi, schnell. Wir brauchen einen Teamsprung. Okay, komm her, Prinzessin Peach. Spring rüber und setze deinen Schutzzauber ein. Das werde ich. Und zack, dann lande ich mal hier. Bereit? Schutzzauber! Juhu! Perfekt! Und als nächstes gibt es einen Powerblock für den Riesengumba. Ich hoffe, der schmeckt dir. Bitteschön! Erster guter Treffer! Achtung, Mario! Der Riesengumba fängt an, sich zu bewegen. Kein Problem für den Duo-Blaster. Schnell, Luigi! Wir brauchen jetzt den Waldmeister! Okay, dann zeige ich euch jetzt, was wirklich Luigi-Power bedeutet. Nimm das, Riesengumba! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir haben den Riesengumba gestoppt! Und endlich ist im Pilzkönigreich alles wieder schön. Und ich kann jetzt ein Nickerchen machen. Kennt ihr schon die Geschichte, in der Mario eine piepsige Stimme hat und gegen eine riesige Pflanze kämpfen muss? Tippt hier, um euch diese Geschichte anzusehen. Bleibt katztastisch!